Mein Name ist Ellen Zegner. Ich bin Molekularbiologin. Ich komme ursprünglich aus den USA und arbeite hier auf der Universität Graz im Institut für Molekulare Biowissenschaften. Mein Forschungsbereich in der Mikrobiologie handelt sich um Bakterien und vor allem an der Kommunikationsarten zwischen Bakterien und zwischen Bakterien und deren menschlichen Wirten. Kommunikation, wie Bakterien es praktizieren, ist auf chemischer Natur. Das heißt, sie produzieren Moleküle, kleine Moleküle, größere Proteine, die sie ausschütten. Manche von solchen Molekülen haben auch an unsere Zellen eine negative Nachwirkung. Und dieses Prozess der molekularen Mechanismen, der hinter diesem chemischen Krieg herrscht, untersuchen wir. Einen großen Vorteil in Graz in der molekularen Biowissenschaft zum Arbeiten ist die tolle Zusammenarbeit, die existiert zwischen der Medizinischen Universität Graz, der Universität Graz und auch Forscher und Forscherinnen von der Technischen Universität hier in Graz. Dieser komplementäre, interdisziplinäre Zugang zu einem Forschungsproblem ist ausgezeichnet. Wir kommen sehr schnell und viel gezielter zu Forschungsergebnissen, weil wir ganz gut miteinander arbeiten können und unsere verschiedenen Expertisen widmen können zu einem gemeinsamen Problem in der Forschung.